Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona Revelations PSP Part 90 mittlerweile. Schaffen wir die 100 oder schaffen wir sie nicht? Ich weiß es nicht, kann gut möglich sein. Wir haben hier ein tolles Rätsel und zwar müssen wir hier die ganzen, also ich gehe mal davon aus, dass sie das wollen, die alle aktivieren, um Zugang zum Areal zu haben. Ich könnte mir jetzt eine total krasse Taktik ausdenken, aber die habe ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Vielleicht soll ich nochmal alle ausmachen oder so. Funktioniert doch nicht, oder? Aber kommen hier keine Gegner? Ja, hier kommen keine Gegner. Das ist wenigstens fair. Da kann ich mal probieren nachzudenken oder so ähnlich. Das kriege ich auch alle nicht mehr aus, oder? Ja, keine Ahnung. Wir fangen einfach mal so an. Irgendwie, dass ich vielleicht... Ah, ne, ich hab's schon versaut, warte. Irgendwie so, dass ich dann vielleicht einmal so... Dann ist aber der in der Mitte wieder nicht da. Den können wir ja so wegmachen, genau. Und dann kann ich da hier lang gehen. Und so lang gehen. Genau, ich bullshitte das Spiel einfach. Guck mal, ich hab's geschafft. Ach so, scheiße, ich bin noch nicht am Anfang. So. Hey, ich hab's geschafft! Wie jetzt? Hab ich was vergessen? Hä? Huh? Moment, hab ich... Wieso? So? 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 Und so? Wieso? Was denn? Ich hab doch alles... Ist doch alles da! Was willst du denn? Willst du mich verarschen oder was? So? Wieso denn nicht? Es muss ein, es ist nicht, der Behinders, der muss, es muss einen Trick geben, ja, aber guck mal, hab ich doch gemacht. Was zur Hölle? Oder darf ich gar nicht drauf treten oder nur bestimmte Passagen betreten oder was? Ich check das gerade nicht. Komm schon, ich bin in einem Rollenspiel und nicht in einem Silent Hill oder sowas. Oder dürfen die quasi... Sind es Alarmlampen und ich darf da gar nicht hin. Quasi einfach das, genau. Ich mache einfach dasselbe, nur dass die Lampen dieses Mal aus sind. Ja? Okay, warte. So. Nein, nein, das war doof, das war doof, das war doof. Jetzt habe ich schon wieder versaut. Also nochmal. So. So. Quasi so. So. Wieso denn nicht? Jetzt ist alles aus, oder? Ich check das nicht. Oder müssen wir eine bestimmte Form machen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich check das gerade irgendwie nicht so. Lass mich nicht irgendwie... Ich habe keinen Bock zu cheaten. Was ist dein Problem? Es muss einen Trick geben. Nanjo, komm schon, denk nach. That Hall, ja, die Halle hinter uns. Muss einen Trick geben. Aber was denn für ein Trick, Mann? Kann ich irgendwas einsetzen oder sowas? Vielleicht ist hier an der Wand irgendwas. Also, was kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich habe gerade überlegt, dass da vielleicht... Jetzt ist aus. Ja, jetzt ist an. Hinter uns. Ja, ich check. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ganz ehrlich. Was soll ich denn hier machen? Ich habe sie alle angemacht. Ich habe sie alle ausgemacht. Aber was denn? Was soll ich denn für eine Form bilden, Mann? Wenn wir jetzt vielleicht nochmal runtergehen, resettet sich das vielleicht. Oder kommt jetzt vielleicht ein Kampf oder sowas. Oder soll ich vielleicht doch mal ins Loch springen? Ich weiß es nicht. So, ich kann doch irgendwie nichts aktivieren. Ich kann mir das nur angucken, um festzustellen, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, Mann. Ja, was könnte man dann für eine Form machen? Ich könnte Außenkreise machen. So. So. Zack. Um dann wieder hier irgendwie zu landen. Und die mache ich dann vielleicht aus. So.
Und jetzt... Moment. Ah, ich check was. Glaube ich zumindest. Und zwar der, der in der Mitte, der ist, der leuchtet irgendwie ganz komisch. Ach nee, das sind meine Fußabdrücke. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich hätte vielleicht was entdeckt. Ach scheiße. So. Nee, es ist auch nicht. Gibt's irgendwas, was uns einen Tipp geben könnte oder so? Ich weiß es nicht. Und wenn ich es jetzt so mache, muss ich seitwärts laufen oder so? Nee. Ich spring ins Loch. Ich spring ins Loch. Nein, vielleicht sagen die mir irgendwas. Ach so, nee. Doch, hier, klar, die haben mich gar nicht schon. Komm da, ist ein bisschen fuhr. Ja, die sind bescheuert. Die sind scheu, bescheuert. Ja. Nee, also. Hätte ja sein können, dass die vielleicht klar bei Sinnen sind. Komm jetzt überhaupt gar keine. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, dann kann ich mich auch alleine nicht konzentrieren, wenn diese asozialen befickten Gegner noch dazu kommen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ganz ehrlich. Also folgendes, ich habe ja jetzt im Grunde alle meine Ideen ausprobiert. Ich werde dann einfach mal jetzt ins Loch springen und dann, wenn ich da vielleicht irgendwie Nutzen draus habe, dann werde ich cheaten, ganz einfach. Weil ich habe auch keinen Plan, wie gesagt. Also ich habe es jetzt, ich habe jetzt alles angemacht, ich habe alles ausgemacht, ich habe die Mittel genommen, das Außen und so weiter und so fort. Nee, da bin ich dann überfragt. Was willst du dann auch alles, das kann doch gar nicht so schwer sein, Mensch. Ah, gut, bla 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 bla. Wo war jetzt das dann? Ich glaube da, ja, irgendwie so, ja, oh mein Gott, Elefant, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Elefant, oh mein Gott, 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 wir sind die Elefanten, wir sind total mächtig. Guck mal, wie viel das abzieht, Mann. Du bist fast vom Verrecken, Alter. Jetzt mal ganz im Ernst. Strapaziert nicht meine Nerven. Strapaziert sie nicht. Da habe ich absolut gar keinen Bock drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Moment, das hatten wir schon, die Oh mein Gott Phase. Ich kann mich auch nicht irgendwie an was erinnern. An irgendeine Form oder so. Mir fällt nur spontan dieser dämliche Halbmond ein. Aber wie willst du da einen Halbmond machen, ganz ehrlich? Das war jetzt hier, ne, genau. Oh mein Gott. Bin ich auch scheiße, hier war ich schon mal. Das ist nicht gut, oder ich weiche schon mal. Looks like it's locked. I don't think Kanduri is here. Es ist verschlossen. Es ist verschlossen. Hat das eine vielleicht mit dem anderen zu tun, dass ich dann, wenn ich... Moment, ich bin im dritten. War ich nicht im fünften? Ich habe aber keinen Bock wieder. Oh, nee. Guck dir den langen Weg. Moment, wo ist denn der? Wo geht's denn hier lang? Ich muss... Wenn ich den Fahrstuhl nehme, ich muss ins Loch springen, oder? Ich hab jetzt im zweiten Stock. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich will nicht wieder komplett hoch. Nein, 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 nein. Nee. Ja, ich werde auf jeden Fall cheaten. Ich werde sowas von cheaten. Also... Wieder mal hier an der Stelle Innovation. Schön und gut, aber wenn man dann zum Schluss mit so einem Scheiß kommt, tut mir leid. Nee, nicht mit mir. Vielleicht soll ich doch jetzt cheaten. Vielleicht muss ich ja jetzt hier schon woanders lang gehen und es wäre quasi bescheuert, wenn ich jetzt einen anderen Weg nehme. Wieso ist der jetzt verreckt? Wie gehe ich alle ins Knie? Ich habe gar keinen Bock mehr. Mein Reis ist gebärt. Oh, das ist auch schon wieder bescheuert. Also, ich habe jetzt die Vermutung, dass ich quasi das da oben alles aktivieren muss, um dann da, das macht aber doch gar keinen Sinn. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Bitte Fahrstuhl, sag mir, dass du funktionierst. Oh nein. Nee, Moment. Bin ich beim letzten Mal nicht irgendwie anders hier hingegangen? Ich gehe nochmal in den dritten. Och, nö, ganz ehrlich, ey. Oh nein. Geht's denn hier lang? Ja, nee, hä? Ja, doch hier. Ja, guck mal. Ich muss hier lang, dann muss ich erstmal wieder vom dritten in den zweiten, von den zweiten in den ersten, von den ersten in den zweiten, von den zweiten in den dritten, von den dritten in den...
Ach, Spiel, du kannst mich mal sowas von am Arsch lecken, ganz ehrlich. Wobei, wir hatten da oben noch was. Sind wir da eigentlich lang gegangen? Na, da geht's ja gar nicht lang, stimmt ja. Wow. Nee. Ich cheate jetzt, ganz ehrlich. Ich cheate jetzt. Ich schau mal kurz, wie viele Minuten haben wir denn noch? Ja, okay, 10 Minuten. 10 Minuten, 10 Minuten. Okay, ich cheate jetzt. Bis gleich. Ich werde jetzt wahrscheinlich cheaten und dann nochmal dahin laufen, weil ich absolut gar keinen Bock drauf habe. Oder, okay, gut, vielleicht cheat ich einfach und lauf da nochmal hin. Ich meine, ihr müsst das Elend mit mir teilen. Tut mir leid. Okay. Ich hatte glücklicherweise noch einen Sales-Dead, Mann. Puh. Ja, ich hab's mir angeguckt, da gab's auch eine Beschreibung dazu, aber ganz ehrlich, irgendwas mit the same as the ceiling oder sailing oder keine Ahnung. Bin grad zu dämlich dafür. Hä? Achso, klar, das ist ja, weil ich es jetzt noch nicht erkundet habe. Und zwar gab's da noch eine Sache, die ich minimal im Kopf hatte, also wollte ich machen, aber irgendwie, dann hatte ich anscheinend doch gar keinen Bock drauf. Und zwar einfach die Mitte. Einfach die Mitte. Mal sehen, das müsste ich doch jetzt hinkriegen. Wer dann das gemacht? Der ist, glaube ich, irgendwie so. Das hier. So. Komm schon. So. Zack. Das muss dann wieder aus. Aus. Das muss an sein. Jetzt muss ich schauen, dass ich die irgendwie auskrieg. Der da nicht, oder? Nee, der da unten ist noch scheiße. Der da ist auch scheiße. So. So, habt ihr das gehört? Hat Klick gemacht. Jetzt muss ich nur noch irgendwie zurückkommen. Ohne das Muster kaputt zu machen. Ach scheiße, hier, so. Oh ne, das ist ja auch doof hier. Das muss auch. Ah, das muss weg. Das muss weg. So. Zack. Zack. Ah ne, das muss da. So. Und dann. Jetzt noch. So. Oh, das war's. Ja, da gibt's wohl irgendein Muster. Hier irgendwo soll ein Muster sein und das sagt uns das dann. Keine Ahnung, fragt mich nicht, Leute. Fragt mich bitte nicht. Oh, guck mal. Kandori, das ist es. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin's auf alle Fälle. Gravedin, keine Ahnung. Ihr seid so aggressiv, schätze ich mal. Ich lasse euch nicht in die Wege meines Daddys kommen. Also sie wird uns aufhalten. Von mir aus. Das ist, es reicht, Aki. Bleib zurück. What? Aber Daddy! Warte in dem anderen Raum. I'll be with you. Ich werde bald bei dir sein. Okay, Daddy. Kannst du bitte aufhören, ihn Daddy zu nennen? Das nervt. Du bist doch... Ach, ist, hör auf, all diesen Schmerz zu verursachen. Bring alle wieder zurück zum Normalen. Verwandle alle wieder zurück zum Normalen. Das mit dem Bluten, das gefällt mir irgendwie, oder soll es eine Disco sein? Das sind doch Bluten, oder? Oder, ja. Mach dir keine Sorgen, ich werde nichts weiter tun. Was zur Hölle? Warum so plötzlich? Bist du nicht mehr in der Stimmung dafür, oder was? Was für ein Haufen Müll, nach all dem, was wir getan haben. Das macht echt überhaupt gar keinen Sinn. So ein bisschen wie die Gegner, die haben einfach aufgehört, stärker zu werden. Wofür lebst du? Hä? Die Menschen sind nicht stark genug zu leben ohne ein Ziel. Jeder möchte etwas, ja, das stimmt. Wenn du keinen Grund hast, dann verreckst du meist eher. Egal wie klein euer Wunsch ist, es gibt den Menschen genug Stärke, um weiterzumachen. If every desire. Aber was ist, wenn alles erfüllt wurde? Also wenn all die Wünsche erfüllt wurden? Was ist, was bleibt übrig, wofür es sich lohnt zu kämpfen?
Ja, meist ist es so, dass die Wünsche, die man hat, total UVP sind und sich nicht erfüllen lassen. when one's wishes have, ja, wenn die Wünsche einer Person gewährleistet, also wenn jemand seine Wünsche bekommt, das Einzige, was ihn erwartet, ist ein seelenloses Irgendwas, eine unendliche Leere, also Leere im Sinne von leer. Then wouldn't it be better if one chose not to... Ja, wäre es denn besser, sich das nicht zu wünschen, die Wünsche den Sternen... Oh, er redet geschwollen wieder mal. So wären die Wünsche am Leben gehalten. Ja, sprich, er will sagen, ist es nicht besser, die Leute zu penetrieren, damit sie ihre Wünsche nicht erfüllen? Denn wenn sie ihre Wünsche erfüllen würden, hätten sie kein Leben mehr, wofür es sich lebt zu leben. Also, weil sie nichts mehr zu tun haben. Ist sehr interessant. Ich mache irgendwas und Sterne zerstören diese wertlose Welt. Aber es ist jetzt egal. Momentan liegt jetzt nichts hinter. Ach ja, man rede mal ordentlich. The winds of solitude and emptiness blow with. Irgendwas mit Wind ist in ihm drinne. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Junge, ich habe dir erlaubt, hierher zu kommen, um dir dies zu fragen. Why do you cling to live? Cling to live? Kling? Keine Ahnung, was Kling ist. Dummer Arsch, wie alt bist du? Und du weißt das jetzt noch nicht mal? Wir sind am Leben, damit wir das Beste daraus machen können. Jede Sekunde, jeden Tag. Du bist immer so verdammt irgendwas. Es ist nicht gut für dich, Mann. Du musst auch mal die sonnige Seite sehen. Die sonnige Seite im Leben, ja. Ich mag die Sonne nicht. Damit ich ein besserer Mann sein kann. Ich bin krank. Ja, mich kränkt es immer zu lügen und wie ein Feigling wegzurennen. Also kann es jetzt quasi sein, dass sie irgendwie jetzt alles das sagen, was sie während ihrer Reise gelernt haben? Ich habe meine Entscheidung gemacht. Ich werde dich fertig machen und adios zum Fake-Ich sagen. Du, Junge, ich habe deine Antwort noch nicht gehört. Wofür lebst du? Ich weiß es nicht, um einen Grund zu finden. Ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Warum lebe ich? Ich lebe, damit ich einen Grund finde. Das ist richtig. Unser Grund fürs Leben. Wir werden es vielleicht niemals verstehen, aber ich glaube trotzdem an mich selber. Ohne oder mit einem Grund werde ich weiterleben und ich werde es nicht bereuen. Kandori, stopp, hör endlich auf. Es ist schmerzhaft, dich seeing you so far out on. Es ist schmerzhaft, dich so zu sehen. Irgendwas, geschwollene Kacke. Was? Sicherlich, musst du wissen, die Saat der Power. Ach, das ist wieder so. You've reached by using people with no divine. Die Saat der Macht, die du, nach der du greifst, da durch Menschen benutzen, ist nicht gut. Ja, zu viel Macht, er ist nicht toll, so. Tief in dir weißt du, dass es nicht dein Verdienst war. You know, none of it was your... Nee, dass du das nicht warst. Wurde er vielleicht kontrolliert von dem Mädchen? Kann ich mir nicht vorstellen. Du miserabler... Du leidest. Also Nanjo denkt, der wurde vielleicht kontrolliert. Oder vielleicht hat er auch eine schlechte Kindheit gehabt. Ich weiß es nicht. You despair, dein... You despair at your inability to live. Stop. Stop. The same goes for her wish to erase mankind. Dasselbe gilt für sie, die Menschheit erlöschen will. It's von. Ja. Geschwollene Kacke. Ruhe. Also er redet auf ihn ein, weil er hofft, dass Kandori tief in sich schaut und merkt, dass er eigentlich gar nicht dafür verantwortlich ist, dass er vielleicht kontrolliert wird oder sowas.
Und er sagt jetzt Ruhe. Ich möchte es riskieren, aber ich kann es nicht. Wenn ich nur verschwinden könnte. Hä? Hat er das mal gesagt, oder was? Did you think burning all mankind with the fuse will make them... Glaubst du, dass die Menschheit wegmachen mit deinem Furcht? Irgendwas weggehen? Ja, why continue... Ja, warum... Ist das... Also, ist halt irgendwie doof, was der da macht, auf jeden Fall. Niemand weiß diese Närrigkeit mehr als du. Ja, red nur weiter auf ihn ein, es wird bestimmt irgendwas helfen. Ich kann deine Offensive gegen Gott nicht gutheißen. Ich werde dich von dieser Welt rausradieren. Ja, es ist total egal, was er gesagt hat, das bringt eh nichts. Ne? Also, ja, er hat ihm gesagt, dass das alles total schwachsinnig ist und so weiter. Und was bringt's denn, alle auszuradieren und so weiter? Ja, ja. Ja, sieht so aus, als wenn du endlich bereit bist, um wegzuwerfen. Irgendwas. Kannst du mich besiegen? Kannst du die Dinge, die dir wichtig erscheinen, beschützen? Natürlich können wir das. Dann beweise es vor Gottes Thron. Ja. Dankeschön. Da ist er endlich. Ihr werdet keinen einfachen Tod kriegen. Seid ihr bereit, darauf vorbereitet? Halt die Klappe, das ist unser Spruch. Wenn das, was Nanjo sagt, wahr ist, gibt es immer, noch Zeit. Stopp diesen Unsinn und bring unsere Town zurück. Unsere Welt, also unsere Stadt. Ja. Ha. Du sagst einem Gott, dass er bla bla Unsinn und so. Ja, Sinn und so. Wir sind alle blöde. Das Handy klingelt. Ah ja, ein Gott kommandiert rum. Und so weiter. Die reden alle geschwollen, Mann. Ja, träum weiter. Kandori. Wir schließen das irgendwas und die Farce und das ist, was du willst. Ja, tut mir leid. Wie gesagt, tut mir leid. Ich bin gerade wahrscheinlich total der Killer für diese Szene. Aber im Grunde, Kandori will alle ausrotten. So, und Nanjo meint, das ist nicht in Ordnung und es ist total Unsinn und schwachsinnig im Grunde klar. Ich meine, was hat er davon? Und so, wieso hat er eigentlich... Ich weiß auch nicht. Er ist halt ein Gott und er meint, er müsste alle penetrieren. So. Und unsere Truppe meinte, das ist totaler Unsinn. Fassen wir doch einfach mal so zusammen. Und sie meinen irgendwie, dass er vielleicht tief in seinem Innern doch nicht so böse ist, wie er zu geben vermag und so weiter. In diesem Sinne, Leute, tut mir leid, ich kann's nicht. Irgendwie nicht mehr. Wir kümmern uns in der nächsten Folge um Kandori. Ja, tut mir leid. See ya.